lieber die Aussagekraft etwas herunterschrauben, als jemanden zu verletzen. Das machen wir alle. In der Schule, auf Arbeit, in der Kirche, überall. Es fällt uns leichter, das neue Oberteil eines guten Freundes als mal was Neues zu beschreiben, als ganz klar zu sagen, es gefällt mir nicht. Wir wollen ja den anderen nicht verletzen. Aber lügen sollen wir ja auch nicht. Ach, wie direkt doch die Bibel bei so vielen Geschichten, Regeln oder Gleichnissen ist. Jesus, der bringt es aber auch immer direkt auf den Punkt. Das ist nicht immer angenehm, was er sagt. Und gut tut es uns auch nicht immer. So wie Jesus das macht. Können wir das auch? Glaubt ihr, dass man es nur für das Ende dieser Woche schafft, bei der direkten, aber auch liebevoll gemeinten Wahrheit zu bleiben? Glaubt ihr, dass irgendwann auch eine Predigt noch im Gottesdienst vom Nachfolgenden korrigiert wird? Ich glaube nicht. Das ist das Evangelium. Knallhart, aber ehrlich. Für uns als Christen ist das Wort Gottes wohl das Greifbarste, wodurch für uns der Wille des Herrn offenbar wird. Mit einem Augenzwinkern könnten wir sagen, Gott hat uns mit einer Bedienungsanleitung auf diese Erde gesandt, denn Gott teilt uns sehr direkt und präzise seine Wünsche mit, wie er sich ein Leben für uns vorstellt und wie wir ihm gefällig leben können, für uns selbst zum Besten. Wenn er uns zu einem bestimmten Handeln ermutigt, zum Teil auch sehr strikt und deutlich ermahnt, dann nur, weil er sich um uns sorgt, mögliche Gefahren bereits voraussieht und möchte, dass es uns gut geht. Ganz ähnlich, wie es Eltern mit ihren Kindern tun. Auch wenn sie einmal schimpfen oder erzieherisch tätig werden müssen, dann tun sie es einzig und allein aus Liebe. Wenn wir das Wort Gottes innig zu Herzen nehmen und danach tun, es uns innerlich völlig erfüllt, dann wird sein Geist auch durch uns hindurchwirken und nach außen dringen. Unsere ganze Ausstrahlung wird sich verändern. Durch uns selbst wird das Wort lebendig, indem wir ihm Raum zur Entfaltung geben. Denken, sprechen und handeln, wie unser aller Vorbild Jesu. Und damit selbst zu einem Vorbild für viele Menschen dort draußen werden, für die Gott bisher so noch nicht erfahrbar war. Wenn wir sein Wort kennen, lernen wir, dass seine Sicht und Güte weit über das Weltliche hinausgeht. So lernen auch wir, über das Weltliche hinauszudenken, insbesondere auch über die unguten Dinge, die in dieser Welt geschehen. Wir leben in einer Gemeinschaft mit vielen Menschen, die Gott leider noch nicht kennen. Und gerade ob der Vielzahl an Einflüssen und Gedanken ist es manchmal gar nicht so einfach, wirklich klar entscheiden zu können, ob Gedanken und Handlungen so dem Willen des Herrn entsprechen. Auch sind Versuchungen oft nicht sofort ersichtlich. Und wie oft haben wir schon von Mitmenschen gehört, dass dieses und jene Verhalten noch gar nicht so schlimm sei. Ja, manchmal sind wir sogar Unverständnis und Häme ausgesetzt. Und fangen möglicherweise mit der Zeit sogar an uns selbst zu zweifeln. Und genau dafür brauchen wir den steten Kontakt und das Wort Gottes. Ja, auch seine liebevolle Versicherung, dass wir richtig handeln und er dabei stets an unserer Seite ist, uns Trost, Mut und Kraft spendet. Denn er hilft uns dabei, ganz klar entscheiden zu können, welches Verhalten und welche Gedanken gut und richtig sind und was wir lieber bleiben lassen sollten, um unser Seelenwohl nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Er sagt dies ja nicht, um uns den Spaß zu verderben oder uns in unserem Erleben hier auf Erden einzuschränken. Auch wenn es einem, gerade als jungen Menschen, manchmal so vorkommen könnte. Nein, sein Wort hilft uns dabei, unser Herz reinzuhalten, es zu beschützen und dass wir dadurch mit unserer ganzen Herzenskraft strahlen und auf der Erde in seinem Sinne wirken können. Ja, auch, dass wir zu jeder Zeit in den Spiegel schauen und uns selbst wie auch unseren Mitmenschen aufrichtig begegnen können. Wenn wir dem lieben Gott
einen wohligen Platz in unserem Herzen bereiten, ihm aufmerksam und freudig zuhören und immer wieder treu mit ihm in den Dialog treten. Dann, ja dann, haben wir den stärksten Verbündeten an unserer Seite, mit dem wir alles im Leben schaffen können und auf den wir uns von Herzen freuen können, wenn er uns eines Tages im himmlischen Licht in seine Arme schließen wird.